Okay, obwohl meine Stimme langsam den Geist aufgibt, nehme ich jetzt noch ein Part auf. Und wir sind in Kapitel 5. Das letzte Kapitel in diesem Let's Play. Xayna's gegen Dark Xayna's. Willkommen, Xayna's. Leider hat es sehr lange gedauert, euch alle hier zu versammeln, aber nun. Achso, zur Erklärung, die Xayna's sind Jack, Luna, Akiza und Yusei. Und es gibt noch einen fünften. Der war im letzten Let's Play natürlich ich, aber der fünfte, der ist unbekannt. Freue mich einfach, heute mit euch allen hier zu sein. Also die Herkunft des fünften sein, das ist unbekannt. Irgendetwas ist faul an diesem Kerl. Gutwing, was genau willst du? Ja, ich scheine hier nicht allzu viele Freunde zu haben, richtig. Also schön, kommen wir gleich zum eigentlichen Thema. Seht. Dies ist der Tempel, der sich unter dem Anwesen befindet. Scheiß vier Klone aus dem 2009er. Okay. Es sieht so aus wie das Zeichen, das wir alle tragen. Ich glaube, das hier, der Flügel und was weiß ich, das ist, und der Kopf. Ja, das sind alles Zeichen. Der purpurne Drache. Das ist richtig. Er ist das Zeichen von Xayna's, das der Legende vom Himmel kam. Der Legende nach vom Himmel kam. Ich bin sicher, auch ihr habt sie alle gesehen. Die Vision, die uns der purpurne Drache gezeigt hat. Ja, das haben wir. Das gehörte alles zu unserer Unterweisung. Auch dass ihr alle nach New Domino City gekommen seid, ist Teil des vorherbestimmten Weges. Sie sagen also, wir wären dorthin geführt worden? Nein, das ist alles Teil ihres Plans, uns dazu zu bringen, dorthin zu gehen. Das hat nichts mit dem purpurnen Drachen zu tun. Wir wählen unser eigenes Schicksal. Unser eigenen Schicksal? Dies ist an sich das Schicksal, das von der Macht des purpurnen Drachen herbeigeführt wurde. Ich folge lediglich der Anweisung des purpurnen Drachen, das ist alles. Erwartest du wirklich, dass wir dir das glauben? Was ihr glaubt, ist euch überlassen. Aber als Xayna's, deren purpurrote Drache Macht gewährt, könnt ihr dem Schicksal nicht entkommen. Wenn alles Schicksal ist, ist es dann auch Schicksal, dass ich diese Macht überhaupt habe? Diese elende Macht, die so viele verletzt hat und wegen der mich alle hassen und fürchten? Akiza! Aber ohne diese Macht hättet ihr alle euch nie getroffen und euer Schicksal wäre noch unbekannt. Das gilt auch für dich, Luna. Auch für mich? Oh, Moment, ich brauche mal kurz eine. Also werde ich hier in diesem Part häufig Trinkpausen machen müssen, da mein Hals sich langsam. Ja. Moment. Entschuldigung. Moment, ich mache mir mal kurz stumm. Okay. Ihr alle wurdet auserwählt, die Reinkarnation der legendären Xayna's zu sein. Dieses Schicksal wurde von Tausenden von Jahren festgelegt. Ihr könnt nicht dagegen ankämpfen. Doch, ich begehe Selbstmord. Jump so aus dem Window. Jump from the window von hier. Sollten es nicht insgesamt fünf Xayna's sein? Es sind jetzt nur vier hier. Soll das heißen, Yanka? Yanka steht auch mit der Welt der Geister in Verbindung. Nein, er ist es nicht. Der fünfte Xayna weiß bereits von seiner Macht. Wer kann es dann sein? Wenn es soweit ist, wird es sich euch zeigen. Was soll das heißen? Vor tausenden von Jahren wurde fast alles durch das Böse
den König der Unterwelt, zerstört. Doch der purpurne Drache stieg herab und versiegelte dieses Übel in den Tiefen der Erde. Dies sind die Nazca-Linien. Diese als verbotener Teil der Geschichte versiegelten Linien sind erneut aktiv geworden. All dies ist das Werk der Dark Signers. Beruhen unsere Duelle auf der Macht des Lebens. Beruhen ihre Duelle auf der Macht der Unterwelt. Die Macht der Unterwelt? Grundsätzlich wohnt ihnen eine grenzenlose Macht inne. Diese Macht hat bereits meinen eigenen Erwartungen überstiegen. Die jüngsten Ereignisse in Satellite sind auch in der Stadt geschehen. Was? Aber das ist erst der Anfang. Was meinst du? Alles ist noch in den anfänglichen Planungsphasen. Der eigentliche Plan ist es, den König der Unterwelt endgültig wiederzubeleben. Was geschieht, wenn er wieder aufersteht? Alles wird zerstört. Dann wurden wir als Signers hier versammelt, um das zu verhindern, habe ich recht? So ist es. Der Schlüssel zur Wiederbelebung des Unterweltkönigs ist der Generator im BAD-Bereich. Die Energie des alten Momentum-Generators wird von 4 Systemen kontrolliert. Ich wusste nicht einmal, dass so etwas im BAD-Bereich existiert. Eure Aufgabe ist es, diese 4 Kontrolleinheiten zu versiegeln. Wie sollen wir das machen? Die Drachenkarten des Signers, die euch allen das Schicksal zugeteilt hat, sind keine banalen Karten. In diesen Karten liegt die Macht, die Kontrolleinheiten zu versiegeln. Der antike Feendrache ist eine dieser Karten, richtig? Ja, leider befindet sich die zurzeit in der Hand des Feindes. Und genau aus diesem Grund ist die Welt der Geister in Gefahr. Ich wusste, dass die Dark Signers dahinter stecken. Ihr müsst die Kontrolleinheiten versiegeln, wenn ihr diese Welt retten wollt. Natürlich werden die Dark Signers alles in ihrer Macht Stehende tun, um euch aufzuhalten. Wenn ihr sie nicht besiegt, bleibt die Bedrohung dieser Welt bestehen. Besiegt die Dark Signers und versiegelt die Kontrolleinheiten. Das ist eure Bestimmung als Signers, gemäß des Pfades, der purpurrote Drache für euch vorgesehen hat. Ich sag immer purpurrote Drache, eigentlich heißt es purpurne Drache. Es fällt mir schwer, eine solche Geschichte zu glauben. Aber etwas Seltsames geschieht in Satellite. Das kommt alles so plötzlich, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Aber ich werde kämpfen, um Satellite zu beschützen, meine Heimat und meine Freunde. Yusei. Solange es auch der Welt der Geister Frieden bringt. Mich kümmert keine Bestimmung, aber es gibt zu viele in Satellite, dass ich nicht verlieren will. Ich verstehe. Eure Gründe spielen keine Rolle, solange ihr diese Welt den Frieden zurückbringt. So, wieder kleine Trinkpause. Engmina hat mir alles erzählt. Ihr wollt also alle losziehen und Satellite retten, oder? Dann lasst mich mitkommen. Ich will auch dabei helfen. Nehmen wir den Hubschrauber. Gut, gehen wir zuerst zum BAD-Bereich. Wir packen dort alles ein, was wir brauchen. Alles klar, hier ist ein Speicherpunkt, sehr gut. Da machen wir uns jetzt auf zum BAD-Bereich. Ich hoffe, da kommt nicht noch irgend so ein unnötiges Duell dazwischen. Bereit zum BAD-Bereich zu gehen? Ja. Gut, der Hubschrauber sollte jeden Moment hier sein. Was sagst du? Das weckt viele Erinnerungen, oder? Wir müssen uns gründlich vorbereiten, aber lass uns erstmal Crow besuchen. Wir müssen jedem sagen, dass es dir gut geht. Na gut, hier ist unser ehemaliges Versteck.
kennen wir ja noch. Da ist ja der Kellen damals durchgedreht. Gut, dann schauen wir mal bei Crow vorbei. Ja, hier ist der gute alte Kartenladen. Da haben wir uns früher immer unsere Karten gekauft. Ja, aus dem Weg! So, und hier wohnt Crow. Hey, bleibt aber nicht zu lange weg. Na, wenn das nicht Yusei ist. Ist schon etwas her, Kumpel. Oh, hey, bist du das, Yanka? Wo warst du denn? Ich habe mir viele Sorgen um dich gemacht. Erst wurde Kellen geschnappt, dann bist du vermisst. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe gehört, dass er von der Arcade-Bewegung einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Was? Niemals. Dann müssen wir wohl ein paar Angelegenheiten regeln. Aber das Hauptquartier der Arcade-Bewegung gibt es nicht mehr. Das ist gestern zusammengebrochen. Ihr Mitglieder sind in alle Winde zerstreut. Sie sind nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Was? Darum ging es also bei dem ganzen Rummel gestern. Nun, wenn es nicht mehr da ist, müssen wir uns damit nicht mehr beschäftigen. Zumindest bist du in Sicherheit. Die Kinder haben sich Sorgen gemacht. Sprich doch mal mit ihnen. Also, wie sieht der Plan aus? Für ganz Adelaide sieht es im Moment ziemlich schlecht aus. Der Zusammenbruch der Arcade-Bewegung ist nur der Anfang. Was meinst du? Yusei hat Crow erzählt, was passiert ist. Hey! Meinst du das ernst? Es ist kaum zu glauben, aber ich habe es selbst gesehen. Oh Mann, ich wusste ja, dass komische Dinge geschehen, aber ich hätte nie gedacht, dass es so ernst sei. Gibt es hier auch Schäden? Ja, Leute verschwinden überall. Ich dachte, sie würden nur aus dem Gebiet fliehen. Aber deiner Erzählung nach könnten sie alle in eine Art Vorfall verwickelt sein. Also, was werdet ihr deswegen tun? Wir müssen etwas tun, aber ich weiß nicht, was ich vom Schicksalsgerede halten soll. Ich will einfach nur alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Rettung Satellites zu helfen. Ich würde gerne mitkommen, aber ich muss mich um diese Kinder kümmern. Und ich will sie jetzt, wo ich das alles höre, auf keinen Fall mit dem Schlamassel allein lassen. Du tust das Richtige. Außerdem bin ich sowieso kein Seiner. Yanka wird das schon für mich regeln. Ach ja, dein D-Runner ist immer noch da, wo du ihn stehen gelassen hast. Ich dachte mir schon, dass du ihn irgendwann mal brauchen würdest. Da habe ich ihn in Schuss gehalten. Ich werde mich etwas in der Gegend umschauen. Danach gehe ich ins Versteck. Komm zu mir, nachdem ihr den D-Runner ausgecheckt habt. Alles klar, anscheinend lernen wir jetzt die Kunst des Turbo-Duells kennen. Ich habe es hinter diesem Ding versteckt. Aber da ich es so gut versteckt habe, findet es nicht mehr. Bekommt er es da nur schwer wieder raus. Naja, das war ja leicht. Da ist er, so wie du ihn verlassen hast. Vielleicht solltest du mal eine Runde drehen. Weißt du was, wir sollten einen Turbo-Duell machen, um ihn einzuweihen. Moment. Lass mich wissen, wenn du bereit bist. Ich bin doch immer bereit. Aber vielleicht sollte ich zunächst mir ein eigenes Turbo-Duell-Deck erstellen. Genau, das mache ich jetzt. Ich erstelle mir jetzt mal ein eigenes Turbo-Duell-Deck. Ein neues Pack ist im Geschäft auswählbar. Sehr gut. So, um ein Turbo-Duell-Deck zu erstellen, muss man hier draufklicken. Alles klar, das ist unser Standard-Deck. Ich werde jetzt mein... Was für ein Deck lade ich denn? Am besten ein Deck mit wenig Zauberkarten. Dann muss ich wenig Zauber... C-Marken dann benutzen, also Zaubergeschwindigkeitszauber benutzen. Ich glaube, ich nehme das hier. Gut, die Zauber sind jetzt entfernt worden, aber ich kann mir jetzt eigene reintun. Oh, wir haben gar nicht so viele, sehe ich. Oh mein Gott. Da muss ich auf Fallen zurückgreifen. Kein Problem. Oder vielleicht kann ich mir welche im Shop kaufen. Ja,
Ach, verdammt, ich lade mal improvisatorisch mal schnell ein Beispielrezept. Warte. Sind das alles Geschwindigkeitszauber, die hier sind? Nee, das ist alles normal. Verdammt. Was willst du der verbotenen Karten ändern? Ah, Liste von Dezember 2009 ist aktiv, okay. Und dann gibt es noch eine andere. Damit sind Limitierte auch als Verbotene behandelt. Ja, also dann können wir auch keine Limitierten benutzen. Na gut, da muss ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen. Ich muss jetzt ein paar Fallen irgendwie reintun, damit wir ein Deck haben. Auf die Schnelle. Weil sonst komme ich nicht zurück zum Menü. Okay, dann hau ich mal das hier rein. Irgendwelche Permanenten, die ich hier vielleicht... Ruf der Gejagten. Haben wir die schon drin? Nein? Okay. Halt, warte, das ist ja mein Kaisermachtdeck, aber ich glaube, die können wir trotzdem reintun. Falls wir mal eine Karte haben, die auf dem Friedhof landet. Die ist gut. Kann man auch reintun. Dann vielleicht noch ein paar Konterfallen. Okay, keine... Na, die vielleicht einmal oder zwei. Dann... Normale Fallen. Habe ich vielleicht eine Spiegelkraft? Nein, habe ich leider nicht. Schade. Zwangsvakuierungsgerät tue ich auf jeden Fall rein. Die kann man immer gebrauchen. Und dann kann ich noch zwei Zauberdinger reintun. Okay. Gut, jetzt gehe ich in den Shop. Ich glaube, es gibt jetzt einen Booster, wo man sich Geschwindigkeitszauber kaufen kann. Es werden nur Änderungen am 5D-Story-Modus gespeichert. Okay, ja. Alles klar, dann dorthin. Ein neues Pack ist auswählbar und ein neuer Gegner ist auswählbar und ein neuer Gegner ist auswählbar und ein Turnier wurde hinzugefügt und ja. Alles klar, World Championship. Ah, keine Duel. Keine Geschwindigkeitszauber-Duellkarten-Dingerns und so. Na gut, da muss ich mit dem anderen Deck hier auskommen, mit dem improvisatorisch schnell erstellten Deck. Weil momentan können wir uns keine Geschwindigkeitszauber kaufen. Och nee, jetzt bin ich wieder. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Verdammt. Ich habe vergessen zu speichern. Also bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Yep, ich und mein D-Runner sind bereit. Nein, ich möchte nicht die Regeln erklärt bekommen. Falls ihr die Regeln von Turbo-Duell nicht kennt, hier rechts ist eine Verlinkung zu meinem Tutorial. Und es geht los, unser erstes Turbo-Duell in diesem Let's Play. Tempo-Welt 2 wird aktiviert. Und mein Deck heißt Starter-Deck. Hallo Starter-Deck. Ah ja, wir haben nicht die Karten, die wir reingetan haben, sondern wir kriegen das Deck, was vorhin standardmäßig eingestellt war. Das soll eine Art Tutorial sein, vermute ich mal. Gut, was haben wir denn für Karten? Kamerad, Schwertkämpfer von Lenstern, alle Monster von Typ Krieger, die du kontrollierst, erhalten 400 ATK. Dann zwei mit Chiron, der Magier, für eine Zauberkarte von deiner Hand ab, zerstöre eine Zauber- oder Feindkarte auf der Spielfeldseite deines Gegners. Dieser Effekt kann nur einmal pro Spielzug benutzt werden, okay. Und ferngesteuerter Blindgänger. Wähle zwei Monster in den offenen Angriffsposition auf dem Spielfeld. Wenn mindestens eine der gewählten Monster vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre diese Karte. Wenn diese Karte zerstört wird, zerstöre die gewählten Monster, okay? Und was haben wir hier noch? Zwillingsschwert. Plündere einmal pro Spielzug, nachdem diese Karte den Monster in Verteidigungsposition angegriffen hat, kann sie es nochmal angreifen. Während des Kampfes zwischen Monster in Angriffen und Monster in Verteidigungsposition, dessen Defense nicht gesehen ist, hat diese Karte für die Defense dann gegen Kampfschaden zu. Kurz gesagt, dieses Monster geht die Defense und darf zweimal angreifen. Und dann haben wir noch Twister. Okay. Ich spiele zunächst Chiron der Magier in Angriffsposition. Und dann spiele ich noch die hier,
Wir haben zwar keine zwei Monster in Angriffsposition, aber später vielleicht, deswegen setze ich sie schon mal und beende meinen Zug. Gut, wir kriegen einen Zähler. Jetzt haben wir zwei. Er spielt Blizzard, der hohe Norden. Ein Schwarzflügelmonster. Und ruft gleich noch Bohrer des Speer. Jetzt kann er eine Synchrobeschwörung machen. Jetzt ruft er sich den Waffenmeister aufs Feld. 2300 Angriffspunkte ist heftig. Kann ich was als Maßnahme aktivieren? Was ist das? Ah, wähle zwei Monster in offenen Angriffspositionen. Seine Monster zählen also auch. Okay. Wenn eines der gewählten Monster vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre diese Karte. Was macht denn diese Karte eigentlich? Zerstöre die gewählten Monster. Ah. Ah, verstehe. Damit kann man sein Monster also quasi auch mit in den Tod ziehen. Ähnlich wie... wie heißt die Attacke in Pokémon? Abgangsbund, genau, wie Abgangsbund. Meine Karte wird zerstört, die Karte wird auch zerstört und sein Monster gleich mit. Alles klar, zwei verdeckte Karten. Wir kriegen einen Tempozähler. Jetzt haben wir drei. Wir könnten jetzt Twister aktivieren. Wir haben ja jetzt zwei, die wir dafür brauchen. Was ist das? Verstärkter Empfänger. Diese Karte erhält 500 Angriffspunkte für jedes offene Empfängermonster auf dem Spielfeld. Das Monster ist ein Empfängermonster. Das in die Angriffsposition zu spielen wäre allerdings blöd, denn es hat nur noch 500 Angriffspunkte. Das heißt, ich greife jetzt einfach mal mit dem hier an. Mein Empfängermonster kann ich ja später auch noch spielen, falls diese Monster auf dem Feld bleiben sollte. Und ich greife ihn jetzt direkt an. Als nächstes setze ich Twister verdeckt. Das ist ja ein Schnellzauber und ich beende meinen Zug. Ein verdecktes Monster. Ich kann im nächsten Zug eine Synchrobeschwörung machen. Und kann damit ein Stufe 7 Monster spielen. Ah ja, zwei Klauenangriff haben wir gezogen. Eine Fallenkarte. Wähle zwei Monster, die du kontrollierst und ein Monster, das dein Gegner kontrolliert und zerstöre es. Alles klar, Stufe 4. Dieses Monster bekommt Bonusangriffspunkte für jedes offene Empfängermonster, was sie haben. Das heißt, wenn ich jetzt den hier spiele, hat es 1900 Angriffspunkte. Wir haben dann auch 7 Sterne insgesamt. Was für ein Synchromonster kriegen wir denn dann? 7 Sterne sind Xäbel Urbellum. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, falls dein Gegner 4 oder mehr Karten in seiner Hand hält, lege eine zufällige Karte von seiner Hand auf sein Deck. Alles klar. Ich könnte jetzt allerdings auch dieses Monster spielen, denn dieses Monster geht durch die Verteidigung und kann zweimal angreifen. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Stärken wir mal unsere Offensive, wir können ja unsere Synchrobeschwörung auch noch später machen. So, das Monster geht durch die Defense, deswegen greife ich mit dem Monster auch an. Und es kann zweimal angreifen, das heißt, jetzt hagelt es einen direkten Angriff für ihn. Und mein anderes Monster greift ihn auch noch an. Und jetzt kann ich noch zwei Klauenangriffe verdeckt setzen. Und notfalls, falls er ein starkes Synchromonster spielen sollte, kann ich sie aktivieren, um das Spielfeld wieder auszugleichen. Falls es nur wirklich jetzt extrem schief laufen sollte für uns.
Alles klar, er hat 6 Zähler. Mit 6 Zählern könnte er jetzt eine Karte. Ne, eine Karte kann man erst ab 7 zählen. Machen. Also ihr wisst schon, ne? Eine Karte kann man erst ab 7 Zähler ziehen. Was macht der Effekt? Was macht der Effekt? Ich will es lesen. Zerstöre auf alle aufgedeckten Monster auf der Spielfeldseite des Gegners. Super, ähnlich wie Blitzeinschlag. Okay. Macht nichts, macht nichts. Cool bleiben, cool bleiben. Er hat nur meine 2 Monster zerstört, jetzt ruft er sich Kalut. Ist auch noch okay. Ein direkter Angriff, ist okay, könnte schlimmer sein. Gut, was haben wir denn da? Eine Karte, die mir gerade gar nichts bringt. Xibe Xanma. Wähle 2 gesetzte Zauber- oder Fallenkarten auf dem Spielfeld. Um diese Karte zu aktivieren. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, können die gewählten Zauberkarten oder Fallenkarten nicht aktiviert werden. Jetzt muss ich mich verteidigen, sonst kriege ich einen direkten Angriff. Das heißt, ich setze jetzt meinen Empfängermonster verdeckt. Spiele diese Falle noch. Und das war's. Wenn wir eine Zauberkarte ziehen und 12 Zähler haben, dann können wir ihm 2400 Punkte durch den Effekt von Tempo Bell 2 abziehen. Und dann bräuchten wir nur noch weitere 4 Zähler. Dann könnten wir seine Lebenspunkte durch den Effekt von Tempo Bell 2 auf 0 bringen. Aber erstmal müssen wir uns verteidigen. Leider klappt es nicht so richtig, denn wir ziehen keine richtigen Monster. Alles klar, was haben wir da gezogen? Ich kenne das Monster nicht. Oh, es ist ein Tributmonster, verdammt. Tigerdrache. Falls diese Karte als Tributbeschwörung beschworen wird, indem ein Monster von Typ Drache als Tribut angeboten wird, kannst du bis zu 2 verdeckte Zauber- oder Feinkarten zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Aha, okay. Leider kann ich dieses Monster nicht spielen, denn ich brauche erst ein Tribut dafür. Ich muss mich wieder verteidigen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Endphase. Was kommt jetzt? Solange diese Karte. Aktiviere diese Karte nur noch, solange du offene schwarzflügige Monster kontrollierst. Falls du genau 3 schwarzflügige Monster kontrollierst, kann diese Karte von deiner Hand aktiviert werden. Heftig für eine Fallenkarte. Zerstöre alle verdeckten Zauber- oder Fallenkarten, die dein Gegner kontrolliert. Dankeschön! Ach, komm schon. Jetzt haben wir 10 Zähler. Wir sollten langsam mal eine Zauberkarte ziehen. Sonst verschenken wir ein paar Zähler. Weil wenn wir 12 haben, kriegen wir nicht mehr. Dann wäre es da praktisch, wenn wir die Zähler dann benutzen würden. Aber erstmal verlieren wir unser Empfängermonster, unser zweites. Das läuft nicht gut. Vorhin hätte ich doch die Synchro-Beschwörung machen sollen. Das war mein Fehler. Denn dann hätte ich den Zwillingsschwertplünderer noch auf der Hand. Man könnte ihn jetzt spielen, um den Schwarzflügel zu zerstören. Aber jetzt habe ich gar nichts mehr.
und eine verdeckte Karte von ihm. Bitte, ich will eine Zauberkarte. Nein. Okay, jetzt verschenken wir ein paar Zähler. Wir kriegen nicht mehr. Wir haben unsere maximale Anzahl an Zählern. Ich hätte vorhin Twister auch nicht setzen sollen. Das war auch ein Fehler von mir. Naja, ich habe lange kein Turbo-Duell mehr gemacht. Ich habe das Spiel auch lange nicht mehr gespielt. Ein direkter Angriff. Ich kann meine Falle benutzen, mache ich auch. Erhöht unsere Lebenspunkte und annulliert seinen Angriff. Komm schon, ich bin ein starkes Monster. Schrumpfen! Ja. Immerhin ist es eine Zauberkarte. Jetzt kann ich den Effekt von Tempo Welt 2 benutzen. Und ich glaube, ich ziehe eine Karte. Flinker Momonga, sehr schön. Die setze ich. Jetzt aktiviere ich den Effekt von Tempo Welt 2 nochmal. Man kann den Effekt mehrmals aktivieren. Und richte Schaden am Gegner an. Dann müssen wir jetzt nur noch 12 Zellmarken sammeln und dann können wir ihn mit dem Effekt von Tempo Welt 2 auf 0 bringen. So, jetzt brauchen wir noch 12 Zähler, dann gewinnen wir. Das heißt, wir kriegen pro Zug mit Crows Zug eingerechnet 2 Zähler. Das heißt, wir müssen jetzt 6 Züge durchhalten. Also bis zum 22. Zug haben wir gewonnen. Nein, er will jetzt nicht. Er wird jetzt nicht meinen Momonga zerstören. Zerstören nicht meinen Momonga. Zerstören. Er zerstört sie. Ich hasse dich. Warum musst du das machen? Tune up. 1, 2, 3. Das war eine Verschwendung von Zählmarken. Ich hätte angegriffen. Egal, vielleicht ziehe ich ja einen neuen. Unsere Lebenspunkte halten noch viel aus, hoffe ich zumindest. Ah ja, okay. Die ist nützlich. Denn damit kann ich das gegnerische angreifende Monster in die Verteidigungsposition ändern. Leider habe ich kein Monster auf dem Feld, das heißt, ich kann mein Monster auch nicht damit verstärken, weil ich keins habe. Gut, wenn er jetzt angreift, aktiviere ich meine Falle und annulliere seinen Angriff und setze sein Monster in die Verteidigungsposition. Ich muss jetzt einfach nur noch durchhalten, bis ich 12 Zähler habe, dann gewinne ich. Okay, jetzt aktiviere ich meine Falle. Und setzt sein Monster durch den Effekt von Kunai mit Kette in die Verteidigungsposition. Ja, keine Ahnung, warum man das jetzt macht, aber gut. Sein Monster kommt jetzt auch in die verdeckte Verteidigungsposition. Bringt zwar nichts von ihm, aber gut, wenn er es meint, er muss sowas machen. Ich meine, der Computer ist ja schlauer als wir Menschen, ne? Der wird schon wissen, was er tut. Kann auch sein, dass er einfach sein Feld lernen wollte, weil er so viele Zauber und Fallen hat. Schlimmes Desaster, perfekt. Perfekt, jetzt kriegen wir seine ganzen Zauber und Fallen weg. Wenn er jetzt angreift, bewirkt schlimmes Desaster, dass alle Zauber und Fallenkarten auf dem Spielfeld zerstört werden. Okay, jetzt aktiviere ich einmal noch den Effekt von Tempo Welt 2 für zwischendurch. Und richte Schaden am Gegner an. Kostet mir 4 Zählmarken. Alles klar, jetzt brauchen wir nur noch 8 Zähler. Einen haben wir bereits, das heißt, jetzt sind es nur noch 7. Jetzt ist eine Standby-Phase. Jetzt ist es. Ja, jetzt sind es nur noch 6 Zähler, die wir brauchen. Um zu gewinnen. Eine Tributbeschwörung. Okay, das ist schlecht.
Scirocco, die Morgenröte. Verdammt. Wir müssen noch 3 Züge durchhalten. Alles klar, da kann ich nichts dagegen machen, außer meine Falle zu benutzen. Jetzt werden alle Zauber und Fallen zerstört. Warum aktiviert ihr noch Twister? Das ergibt keinen Sinn. Es werden doch sowieso alle Zauber und Fallen zerstört. Und er verliert 2 Zähler. Nein, das tut er nicht. Die kann man nur aktivieren, wenn man eine bestimmte Anzahl besitzt. Das will mich ärgern, glaube ich. Das bringt gar nichts. So, jetzt werden alle Karten zerstört, die auf der Zauber- und Feinkartenzone liegen. Leider kriegen wir jetzt einen direkten Angriff. Eieiei. Wir müssen noch 4 Züge durchhalten. Ne, Quatsch, wie viel? 8 Zähler brauchen wir. 5 Züge. 5. 2 davon ist Crow dran. Das wird sau knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Ich könnte jetzt seine Scirocco zerstören, indem ich Schrumpfen verdeckt setze. Wenn er dann angreift und meine Schallente angreifen möchte, dann aktiviere ich Schrumpfen, mein Monster ist dann stärker, sein Monster wird zerstört. Und wenn er dann kein Monster spielt, kann ich ihn direkt angreifen und wir gewinnen. Ich hoffe, es klappt. Ich probiere es jetzt. Wir haben ja die nötigen Geschwindigkeitszählmarken, um die spielen zu können. Genau so mache ich das. Wird spannend. Jetzt entscheidet sich's. Er spielt noch ein weiteres Monster, das ist schlecht, aber es hat dieselbe Angriffskraft wie unser Monster. Jetzt kommt Gold-Sarkophag. Jetzt kann er eine Karte aus seinem Deck wählen und die kriegt er in 2 Zügen auf seine Hand. Währenddessen wird diese Karte aus dem Spiel genommen. Gut kombinieren wir mit, ihr wisst welche Karte ich meine. Richtig, Gesicht des Todes. Jetzt bin ich gespannt, wie er angreift. Okay, er greift mit Scirocco direkt an. Zuerst an. Okay, jetzt aktiviere ich meine Schrumpfenkarte. Wähle sein Monster. Seine Angriffskraft wird halbiert und unser Monster ist jetzt stärker. Er kriegt 700 Punkte Schaden. Seine Lebenspunkte reduzieren sich auf 500. Jetzt brauchen wir 4 Zähler und eine Geschwindigkeitszählmarke, dann haben wir gewonnen. Okay. So, jetzt mache ich meine Tributbeschwörung und spiele Tigerdrache. Ich hoffe, er aktiviert keine Falle, keine fiese Falle. Denn jetzt greife ich an. Wenn dieser Angriff Erfolg hat, dann haben wir gewonnen. Und wir haben gewonnen. Unser erstes Turbo-Duell und wir haben gewonnen. Auch wenn auch nur sehr knapp. Ja, war ein schönes Duell. Maximale Geschwindigkeitsbonus. Das ist der Bonus quasi, wenn man hier 12 hat. Du hast keine deiner Fähigkeiten verloren, oder? Gut. Gut, dass ich auf deinen D-Runner aufgepasst habe. Hey, ich habe ein Geschenk für dich, weil du wieder sicher nach Hause gekommen bist. Ein Geschwindigkeitszauber, bitte. Wir brauchen so viele jetzt, denn wir haben kaum welche. Verteidigungsziehen, okay. Du und Yusei, geht doch noch nicht sofort los, oder? Es hat sich zwar nicht viel verändert, aber ihr solltet noch ein wenig hierbleiben. Ja, vielleicht. Aber ich mache erstmal Pause. Ja, und dann sehen wir uns
im nächsten Part wieder. Also, macht's gut, euer Yanka LP. Ciao.